Pferde impfen zu lassen, bringt den Vorteil, dass Pferde eben zwar nicht vor der Infektion geschützt sind, aber der Verlauf der Krankheit deutlich gemildert ist. Und so spart man sich oft Behandlungskosten und dem Pferd eben auch viel Mühe, sich mit der Infektion auszusetzen, weil es oft sehr viel besser mit der Erkrankung klarkommt als ohne Impfung. Beim Pferd empfehlenswert sind vor allem die Impfungen gegen Tetanus, gegen Herpes und gegen Influenza. Tetanus ist eine Einzeltierimpfung, die beim Pferd besonders wichtig ist, weil der Erreger eben überall in der Umwelt vorkommt. Pferde können sich eben durch kleine Verletzungen schon infizieren und Pferde sind leider sehr empfänglich für diesen Erreger. Deshalb empfiehlt es sich auf jeden Fall, Tetanus zu impfen. Es gibt durchaus Ausbrüche von Herpes noch in Deutschland. Immer mal wieder wird es auch nachgewiesen, ohne dass das Pferd krank ist, in verschiedenen Formen, häufig eben bei Züchtern, eben als seuchenhafter Abort, aber eben auch als Lungenerkrankung oder Pferde mit neurologischen Ausfällen, wo hinterher Herpes nachgewiesen wurde. Nach wie vor ist die Impfung die wichtigste Maßnahme, die man durchführen kann, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin sind unabhängige Experten, die sich mit den Infektionskrankheiten, die wir in Deutschland für Tiere einfach haben, beschäftigen. Und die gucken, dass die Impfempfehlungen, die sie zu diesen Infektionskrankheiten herausgeben, immer auf dem neuesten Stand sind und beobachten das Seuchengeschehen in Deutschland. Core-Impfungen sind Impfungen gegen bestimmte Infektionserreger, gegen die jedes Pferd zu jeder Zeit geschützt sein sollte. Und das sind natürlich Infektionskrankheiten, die sehr häufig vorkommen, die eventuell auch sehr gefährlich sind, sehr ansteckend sind für Pferde. Und da empfehlen sie momentan 3 Core-Impfungen fürs Pferd. Darunter fällt Tetanus, darunter fällt die Influenza-Impfung und die Herpes-Impfung. Impfen sollte man keine kranken Pferde, nur gesunde Pferde, weil man eben eine abgeschwächte Form der Infektion eben ins Pferd appliziert. Und das Pferd wird sich auf jeden Fall mit dieser Erkrankung schon auseinandersetzen. Deswegen ist es sehr wichtig als Grundvoraussetzung, dass das Pferd eben gesund ist, bevor man das Pferd impft. Es wird aber auch am Tag der Impfung noch vom Tierarzt kontrolliert. Pferdeimpfungen sind in der Regel sehr gut verträglich. Es gibt wenige Pferde, die Reaktionen zeigen, die über Schwellungen an der Einstichstelle hinausgehen, wie zum Beispiel doch ein Fieberschub von 2-3 Tagen. Aber in der Regel vertragen die meisten Pferde die Impfungen sehr gut. Was wichtig ist zu wissen, dass eben die Impfung nicht vor der Infektion an sich schützt, aber sie verbessert den Krankheitsverlauf. Also der Ausbruch der Erkrankung ist nicht so stark wie bei einem Pferd, was nicht geimpft ist, kann unter Umständen Leben retten und verhindert eben auch, dass eventuell Stallnachbarn angesteckt werden.